Ja, hallo und herzlich willkommen zum Musikraten. Und wie man unschwer erkennen kann, bitte mit Preno, weil wir uns dachten, letzte Folge war nicht spektakulär genug. Also letzter Aufnahme-Doppelfolge. Deswegen haben wir wieder mit Preno geholt und diesmal sogar wieder mit dem Merlin. Was? Und in der Corona-Edition heute, ne? Ja, meine Freunde. Tatsächlich noch. Immer noch, ja. Immer noch. Und ich weiß nicht, wann das gleichen Tag. Ja, wer nicht weiß, was wir dazu gesagt haben, einfach bei Merlin. Bei mir kommt ja, was die wenigsten tun. Schämt euch. Und wir haben uns geeinigt, wir lassen den Joker jetzt so, wie er war, dass der immer, oh, es ist wir haben uns außergerichtlich geeinigt. Ja. Das ist dumm, ja, aber okay. Nichts haben wir gegessen. Wir können eine Umfrage machen. Wir haben eine Umfrage gemacht. Aber es guckt eh keiner, also gut. Nein, das Problem ist, wenn wir jetzt eine Umfrage machen, haben wir wieder 10 neue Folgen aufgenommen, bis die Folge online kommt. Ja, stimmt. Wahrscheinlich wirklich. Oh, lol. Aber es wäre lustig, für so in 10 Jahren zu wissen. Okay. Ja. Soll ich die Schätzfrage stellen? Ja, wenn ich stelle die. Achso, du hast eine? Ja, ich habe eine. Und mit Lösung, Mit Lösung, ja. Der will unbedingt den Joker, weil er jetzt weiß, dass er OP ist. Ich habe den Jolli. Übrigens hier mit sexy Hut, nicht zu verkennen. Ich weiß nicht, ob Merlin sexy Sachen aufhat. Nee, ich habe leider nur hier meine Adidas-Sachen an und hier diese. Und der gute Simon mit neuer Kulisse, auch nicht zu unterschlagen. Ja, richtig, richtig. Die Schätzfrage ist, wie sehr schätzt ihr mich? Ja, also auf der Skala von 1 bis 10 natürlich eine klare 2. Also bei mir ist es jetzt eine klare 2, nachdem man den Joker hier kritisiert hat. Also. Ich hab den Jolli. Die ist ja schätzig. So, du darfst jetzt loslegen mit der Schätzfrage. Ich wollte dich nicht. Das ist ja ein toller Witz, du. Der war schon echt bedenklich. Dafür, dass wir jetzt 10 Jahre gebraucht haben. Der Joker war schon echt bedenklich. Gut, okay. Wie viel Prozent der weltweiten Arten leben im tropischen Regenwald? So. Nochmal, was bitte? Wie viel Prozent der weltweiten Arten leben im tropischen Regenwald? Der weltweiten Arten oder bedrohten Arten? Du hast Arten, mit generell Tierarten. Nein, ich habe nichts bedroht gesagt, ich habe Prozent gesagt. Bedroht was mit der Frage, ja. Ja. Okay, let's go. Ja, einfach wieder anfangen, weil ich habe letztes Mal... Ja, wieder einfach. Ja, das Problem ist, letztes Mal habe ich den Jolli nicht gewonnen. Das heißt, du musst auf jeden Fall anfangen, weil du hast letztes Mal den Jolli gewonnen. Das wäre eigentlich meine faire Regelung so, ja. Ja, und schon haben wir eine neue Jolli-Regelung, also glücklich. Ich bin nicht glücklich. Gute Regelung. Also ich habe eine Zahl im Kopf tatsächlich. Okay. Der Arten im tropischen Regenwald, ach du Scheiße. Ja. Sagen wir mal 40%? Habt ihr richtig tolle Serie auf Netflix Unser Planet gesehen? Unser Planet! Genau, unsere Erde. Sehr gute Dokumentation. Ja, okay. Naja, war von gehört, ja. Lohnt sich. Ich sag 50%. Okay. Merlin halt war ja auch Erdkunde-Spezialist. Da gab natürlich auch die Tierarten. Kam natürlich der hat ja auch in der letzten Folge bei China so richtig losgelegt. Ne? Ey, da war ich gar nicht weit weg. War am weitesten weg von uns. Ich war überhaupt nicht am weitesten weg. Ich war nur irgendwie 25 Städte oder sowas weg. Jetzt gibt's Hack weg. Ja, stimmt. Mathe war nicht so gut. Ah ja. Gut. Okay, let's go. Dann erzähl mal. Wie viel Prozent sagst du? Ich hab 40, Merlin 50. Okay, dann sag ich 75. Ui. Alter. Okay, dann gucken wir mal. Es sind 15, okay, es sind wirklich 50%. Ich hab 50? Nicht nachgeguckt, ja. Ja, Merlin, es sind 50%. Arschloch, ja. Ich hab nicht nachgeguckt. Du Arschloch. So geht ja die neue Jolli-Regelung. Ja, so umgehe ich die neue Jolli-Regelung. Ja, genau, einfach die Lösung nachgucken, geil. Okay, ich gut, ja, dann. Jolli. Ja, gut, ist okay, lass dich durch. Ist okay. Aber heute. Das war die Strafe dafür, dass du gesagt hast, dass ich so weit weg war. Also. Weil du es bist, ja. Genau. Ich bin doch Erdkunde-Spezialist. Dann fange ich mal an, ja. Genau, fang mal an hier. Purer Schecks. Können ja nicht mehr warten hier. Okay, oh, mein Mikrofon, meine Kamera, alles verrutscht, egal. So. Schade. Ein Klassiker. Oh, ein Klassiker. Ja, Meilenstein. Der ist wirklich, aber schon einer der großen Lieder des Genres. 28 Millionen Streams derzeit. Hier müsst ihr auch mir nicht den Künstler nennen, sondern den Remix-Artist. Das würde mir auch reichen. Der Remix-Artist. Calvin Harris. Spannend. You and me. Skrillex. Ich kann diese Arpeggios, diese schnellen Töne. Ach so, der Arpeggio. Ich mach mal den Beat. Bum, bum, tsch, bum, bum, tsch, bum, tsch, bum. Kraftwerk. Na, also,
Ja, kann nur Kraftwerk sein. Habt ihr schon mal? Okay. When it falls behind, just for the way. Okay, ist auf jeden Fall Deutsch, ja. In a holiday. Okay. Aus welchem Jahr? Gestern. Guck mal. 2010. Okay. Pendulum. Kommt ihr drauf? Boah, ne, so geil finde ich es noch nicht. Ich auch nicht. Ihr habt noch keinen blassen Schimmer. Ja, ja, kennt weil, ja. Auch keinen gesättigten Schimmer. Also. Nee. Also ich gebe nochmal den Rhythmus vor. Boom. Mhm. Boom. Ihr seid doch elektronisch, oder? Ja. Deswegen ja. Was für ein Genre? Erraten wir das Genre erstmal. Dubstep. Weißt du was, ich nehme einfach... Dubstep ist schon mal richtig. Ich nehme einfach jetzt den Joker. Ja, Foxklavieren, okay, richtig. Ja, du Penner. Lass ich durchgehen. Als Künstler ist zwar der Remix-Artist, aber lass ich durchgehen, habe ich ja gesagt. Ach du Scheiße, das ist... Also war das jetzt 2 Punkte oder ein Punkt? Ein Punkt. Oh, Alter, holy shit. Der hat den Titel noch nicht. Kenne ich nicht. Nee, Alter. Das ist wirklich... Aber das kennt man. Also es wurde auch damals so YouTube-Zeit, 2010. Hat auch jeder zweite YouTuber irgendwie von diesen... kleineren YouTubern als hintere Musik verwendet. Das ist aber nicht Bass Cannon, oder? Auf YouTube. Nee, Bass Cannon ist auch ein geiler Song, aber der aber ist ich kann die so schlecht auseinanderhalten. Krass, dass du den eher kennst als den. Ja. Ja. Oh, Henrik ist halt ein Sonderling. Scheiße, Alter. Nee. Kenn ich gar nicht. Das ist scheiße, Alter. Ja, du wüsstest es auf jeden Fall, wenn du es kennen würdest, denke ich mal. Ja, die haben halt auch viel gemacht, ne? Also den Künstler schon quasi mit Flux Pavilion Remix herausgefunden hast, sage ich euch noch die anderen Interpreten. Das sind The Freestylers, Bell Humble. Ach, Bell Humble ist das. Gerade rausgefunden. Nee, krass. Freestylers? Nee, dann kenne ich das nicht von denen. Nee, dann kennst du es nicht. Glaube ich, weiß ich nicht. Nee, also das sagt mir dann wiederum nichts. Okay, es ist Cracks. And the cracks begin to show. Ach du Scheiße. Nee, das war mir gar nicht auf dem Schirm von dem guten Flo. Aber Hauptsache Flux Pavilion, ne? Klar, toll. Musikraten, Strikes. Ja, aber krass, dass das der erste Name war, den du bei Dubstep gedroppt hast. So, weißt du, kein Skrillex, kein... Weiß ja, ich nicht. Echt, ja, ich bin halt einfach komplett bescheuert, ja. Macht doch heute noch sehr, sehr coole Musik, der Flux Pavilion. Ach, die gibt's doch? Wow, okay. Oder also ja, den, ja. Okay, ganz coole. Okay. Aber kein Dubstep mehr, oder? Nee, es ist schon anders. Aber es ist ganz cool, so. Krank. Thomas, ja. Okay, noch schon Thomas, ne? Gut. Na, das war ja interessant hier als erstes Lied hier. Ja. Wunderbar. Wunderbärchen. Aber Herr, Hauptsache Merlin hat den Jolli, ne? Ich hab den Jolli. Ich hab den Jolli. Toll, dass er auch Jolli heißt. Jetzt immer offiziell, ja, okay. Ich hab auch, also jetzt habe ich wirklich ein Schlechtkeitslied. Wenn jeder so... Joker. Ja, nee, es wird erstmal gesungen. Ich lasse doch keine Joker zu, okay? Wer macht hier die Regeln? Okay, das beginnt mit... Ach, scheiße. Cordula Grün von... Nein, wie heißt der denn? Was für ein Ding? Kannst du nochmal wiederholen, bitte? Ich hab's nicht verstanden. Es war... Wie heißt der denn? Ich hab da ein Referat drüber gehalten. Cordula Grün. Ja, wer ist das? Was, bloß? Bitte? Cordula Grün. Als ob du Cordula Grün nicht kennst. Was, bist du kein Alman oder wie? Nee. Als ob der das Cordula nicht kennt. Cordula Grün, was? Cordula Grün, das kennt jeder. Also wirklich. Ohne Scheiß, ohne Fuck. Kenn ich nicht. Da muss man echt hinter den Moonerium gelebt haben. Der, ja. Der Typ. Scheinlich zu haben. Ich habe ja auch damals den Despacito nicht mitbekommen. Ja, Despacito. Du hast so viel am Eukalyptus geschnüffelt, ganz ehrlich. Eukalyptus-Bonbon, ja. Shoutout. Wie hieß der denn? Über Simons Höhen. Scheiße. Das ist die Frage. Ja, also Cordula Grün habe ich noch nie gehört. Cordula Grün. Ja, das ist doch der Allmann-Song schlechthin, Alter. Als ob du da ein Referat drüber gehalten hast. Ja, das war eigentlich nur lustig. Ich musste dann, aber ich habe dafür eine 2 bekommen. Also als
Für Gott, für so eine Arbeit, die wir in 10 Minuten gemacht haben. Aber ich weiß nicht. Fuck, wie hieß der Typ denn nochmal? Das war mal so ein komischer, da war noch so ein kryptischer Name, ne? Stimmt, ich kann meinen Joker einsetzen. Das war nur sein Vorname, also sein Spitzname. Oder du wartest auf meinen nächsten Track, weil den könntest du auch erraten, wenn ich dir den... Ich glaube, ich nehme jetzt den Joker, das wäre wirklich die schlauste... Ja. Okay, also dann einfach spoilern dann insofern. Ja, spoiler einfach. Das ist der gute Josh Punkt. Stimmt, das Josh. Josh. Guck mal, wie nett ich bin. Ich habe dir jetzt gesagt, ja, du hast mir Tipp gegeben, ja. Aber jetzt wahrscheinlich bei dem nächsten Lied hätte ich ihn noch besser gebraucht. Du willst ja, wahrscheinlich wirklich. Ich habe dir aber gesagt, bei meinem nächsten könntest du ihn auch gebrauchen. Ja, ich weiß. Ja, das ist auch nett. Ich danke dir. Aber das habe ich auch erwartet, nachdem ich die Joker wieder geändert habe. Okay, gut. Das haben wir jetzt was Aktuelleres und es geht los. Also es geht um Schnelligkeit. Also ich wäre schnell gewesen, aber ich weiß nicht, was ist das? Ne, 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 Merlin, du kannst mir auch den Joker schenken, dann kriegst du auch einen Punkt. Okay. Nein. Also das ist scheiße, Alter. Du hast erstmal okay gesagt. Aber ist dieses Dance, ja. Oder? Ja, scheiße. Das ist hier, jetzt danke, das weiß ich. Also, das ist, wie heißt der? Dance Monkey heißt ja. Er. Ach, Dance Monkey, das von? War, ich kam auf den Danke, dass du das mir gesagt hast. Ja, von wem ist das denn? Du hast doch Dance Monkey von Dieter Bohlen. Nein, wie hieß der denn? Ach, der vor allem. Nein, es ist eine Frau, weil eine Gruppe ist das, glaube ich, ne? Ich glaube, es ist nur eine Frau, aber ich weiß es nicht. Dance Monkey, das ist auch so ein Newcomer. Ja, das ist richtig, die hat auch schon wieder neues Lied. One Hit Wonder bleiben. Nee, die hat schon wieder neun Hits. Meinst du, okay? Ja. Nee, hat sie wirklich jetzt schon. Aber kennt man, finde ich vorher, ne? Deswegen. Vorher nicht, das war das erste Lied, was bekannt war. Ja, hau raus, ich komme nicht aus dem. Es war Tones and I. Dance for me, dance for me. Tones and I. Töne und ich. Das sagt mir aber absolut nichts. Ich bin niemals drauf gekommen. Der Tanzaffe. Scheiße, aber auf Affe kam ich. Ich dachte mir, ein Dance Baby, aber das ist auch scheiße. Ja, aber Dance Monkey singt auch nicht. Ich danke dir, Henrich. Das war ja, das mache ich sehr gerne. Ja, ich kann jetzt die Punkte hier. Dafür habe ich dir den Jolli in der letzten Runde gerne gegeben. Dann ist jetzt der Nepreno dran wieder, ne? Ja, der Eukalyptus natürlich. Mit einem Klassiker. Eukalyptus-Bonbon. Ein Klassiker aus dem Jahre 2003, 469 Millionen Streams. Wenn ihr den nicht erreicht, Streams kannst du nicht drauf gehen, ganz ehrlich. Nee, das sind ja die alten Lieder. Wenn 2003 so viele Streams ist, ganz ehrlich. Ja, Mozart habt ihr auch erraten oder so. Ja, okay. Oder? Der war auch zu meiner Lebzeit. Let's go. Es geht direkt los, geht vielleicht sogar um Schnelligkeit. Direkt auf jeden Fall. Okay. Dim, dim. Do, do, dim, dim. Dim, dim. Dim, dim. Ist Chibnall, ne? Alter, Candy Shop? Nein. Candy Shop war noch später. Ja, wahrscheinlich doch. 50 Cent oder? Ja, richtig. Für 50 Cent. Ach, das Lied. Ja, echt. In The Hood war das nicht. Nee, das war's. Was nein, aber fast. Ja, wirklich mit Hood? Nee. Bam, bam. Nix mit Hood, oder? Aber du weißt, welchen Song ich meine, oder? Robin Hood? Ja, natürlich, klar. Scheißdreck. Bam, bam. It's your birthday. Kenn ich mich nicht aus, das tut mir leid. Like, it's your birthday. Okay, ja, aber Birthday so. Ja nicht, ne? Oder It's your birthday wird es wahrscheinlich nicht heißen, ne? Aber irgendwas mit Hood doch nicht, ne? Was? Nee. Bam. Aber du meintest fast. Bam, bam. In the Jungle ist das. Bam, bam. Bam, 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 bam. Scheiße, Alter. Kommst ich hab immer drauf? Nur so Scheiße. Aber Merlin könnte dabei nee, jetzt ich hab da keine kommen. Ahnung. Nee. Ey, es gibt nur so ein paar. Ich kenne kein einziges 50 Cent Lied. Es tut mir leid. Wahrscheinlich. Ich kenne kein einziges 50 Cent Lied. Kennst du schon mal. Ja, Candy Shop, ja gut, aber das ja, ist auch also das einzige. Ich wusste nicht, was das von dem ist, aber okay. Gut. Nee, da komme ich eh nicht drauf. Es ist In The Club.
Ach, in the hood, sondern im Club. In the Club. Das ist aber doof, Hendrik, ne? In the Klapse. War das nicht sogar in Most Wanted, das Lied? Daher kenne ich es auch, glaube ich. Ich glaube, ja, das war Most Wanted. Ja, deswegen, daher kenne ich es auch. Scheiße, Alter. Oh, scheiße, Mann. Das passt auf jeden Fall hervorragend zu so einem Rennspiel. Ja, das war vor allem in der Zeit. Was war ja dann 2 Jahre alt in der Zeit. Deswegen passt das schon gut ins Bild, ja. Gott, machst du mega gut, Track. Gut, dann habe ich jetzt noch... Klingt doch heute noch sauber und saftig. Sauber und saftig. Ja. Okay. Schön. Oh Mann, der Candy Shop klingt auch noch saftig. Naja. Ja, der ist richtig auch saftig. Aber er ist süß. Okay. Ja, okay, gut, dann haben wir jetzt schon, es beginnt diesmal mit dem Refrain direkt, weil man es so am besten kennt, okay? Mamacita? Ja. Okay, macht wirklich wieder Trollraten. Oh, Mamacita. Ach, wer ist das denn? Ist das, ja, wie hieß der, Pietro Lombardi. Nee. Scheiße. Wer war kein das Pietro. Denn? Das war der Pietro von damals. Oh, wie hieß der denn, der Typ? Mamacita, Roberto Blanco. Der war doch auch im Dschungelcamp, oder? Das könnte... Einer der ersten, glaube ich. Oder? Alexander Knafs. Knafs? Nee, tatsächlich nicht. Wie hieß der denn? Oh, Mamacita, you drive me crazy. Scheiße, das habe ich nochmal gehört irgendwann mal, aber... Ja, peinlich für dich, ne? Ich bin neulich nochmal drauf gestoßen, weil so ein Meme damals war. Hat einfach jeder aus Meme-Gründen gesungen, ja. Schade, aber auch. Ja, wie heißt der Robert? Nee, gar nicht Robert. Hinten heißt der Robert. Ja, vorne heißt der Robert. Robert! Schön. Ja, kacke, ne? Das ist aber so ein Name, der ist aber auch komplett entfallen, weil der macht auch nichts mehr. Warum auch immer. Oder warte mal. Das war doch der erste DSDS-Gewinner, oder? Nee. Der erste, das war schon so lang. Knaps. Der erste, oder? War einer halt, ne? Glaube ich, soweit ich weiß, ja. Hm. Ich meine, das wäre der erste. Oder war es Daniel Kübelböck? Ach, der Kübelböck, Alter. Der war der erste, glaube ich. Bei dem liegt er nämlich auch vom Bord geschmissen, Alter. Mann, lieber Bohr. Alter. Oh, nee, Mann, Alter. No front. Ja, no front. Ja, schade, ne? Willst du noch? Melly? Nein, niemand will. Hieß der Daniel? Niemand will. Daniel? Ja, auch nicht nein, auch kein anderer Daniel, nee. Oh, man musste immer die Namen sagen, die ich nehmen und dann den Vornamen fragen. Das hast du eingeführt. Ihr sagt jetzt den deutschen Vornamen und dann sage ich ja richtig. Ja, das war bei Felix. Okay, es war, ja, es wird sich jetzt einige Fingernägel wölben, Mark Medlock. Stimmt, Mark Medlock. Ah, der war auch einer. Medlock. Ja. Oh, Mann. Medlock.org. Oh, Mann. Ja. Den kenne ich sogar vom Namen her. Okay. Ich habe jetzt ein kleines Schmankerl. Weiß ich gar nicht, ob ihr darauf kommen könnt, aber ich wollte es einfach mal reinnehmen, weil es lustig ist. Ich gebe euch direkt zum Anfang den Tipp. Es ist von 1886, da war die Uraufführung. Und ja, ihr werdet es kennen, aber ihr werdet niemals auf die Titel kommen. Okay. Ich mache jetzt einfach nur die prägnante Stelle, dann werdet ihr euch ärgern. Mehr muss ich gar nicht sagen, das reicht dann schon. Gut. Okay. Marlene ist pregnant. Achtung, genau. Was? Leichte Kavallerie. Das ist richtig. Okay, Franz von Süppé. Als ob er das weiß. Jawohl. Die Suppe, ey. Wieso weißt du das? Frankfurt, alle Tolmne, jawohl. Oh Gott, er kennt's einfach. Das hätte jetzt nicht. Also da hätte ich jetzt nicht mehr drauf. Gleich wieder das Reveal. Oh, wir haben uns abgesprochen, wann und wie. Ja, doch. Das haben wir kurz überlegt, kurz vorher. Auch wenn das war, weil es ja bald wieder 1. April ist. Die leichte Kavallerie, jawohl. Das ist jetzt ein bisschen, das hat mein Plan ein bisschen. Scheiße, Alter. Der war echt von Suppe, aber der heißt doch Suppe, oder nicht? Ja, Suppe. Oder Suppe. Also Suppe geschrieben, aber mit so einem E. Weißt du das jetzt? Ich weiß nicht, warum er das weiß. Aber Henrik ist so ein Nerd, der kennt viele Fußballer. Aber vielleicht sollen wir mehr ältere Lieder nehmen, die erratet ihr irgendwie besser. Ja, das war halt eine Torhymne, ne? Das war das Einzige, warum ich das so gut kenne, ja. Ja, aber ich hätte nicht gedacht, dass du dem Weg tatsächlich den Titel kennst. Das ist die Frankfurter Torhymne, ist das. Ja. Deswegen, da bin ich auch inspiriert worden. Okay. Ich war damals der Torhymnen-Don, ich kannte alles. Ja. Irgendwann und so, ja. Aber ich hätte nicht gedacht, dass du wirklich Franz von Süppé erratst. Leichte Kavallerie, okay. Ja, der war auch nur wegen seines beschissenen Namens, hab ich gemerkt, ja. Super. Okay, das ist schon wieder der Suppe. Simon. Ich habe jetzt wieder einen, da geht's um Schnelligkeit, ja. Ui, Alter, so wie nie eigentlich, ja. Also, ja, aber ich hab auf unsere Liste geguckt, schon mal so als Tipp, hab gesehen, wir haben noch keinen Song von dem. Von Josh. Ja. Von einem Interpreten. Und da habe ich gedacht, komm, machst du einfach mal. Cordula Grün, guck mal kurz die Streaming-Zahlen. 243 Millionen mal gestreamt. Achso, ich dachte 243, ja. 243. Okay, ihr kennt den Song. Es ist Eukalyptus. Dave, wer,
Nein, das ist nicht Eukalyptus. Auch wenn der für extrem fresh und sound steht. Ja, würde ich anhören. Ja, der ist richtig fresh. Ja. Aber mit K, ne? So, ich fange mal an mit dem Anfang. Allerdings ist es ein bisschen Intro, aber wenn ich jetzt direkt anfangen würde, dann wäre es wirklich ein bisschen lame. Ich muss ein bisschen Spannung aufbauen. Mama Sita, ne? Also direkt mit dem DJ-Intro anfangen. Havanna. Ihr wisst, ich kann die Arpeggios nicht so gut, leider. Ja, warum machst du das dann? Das ist traurig. Ich mach mal den Beat. Tim, 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 tim. Bum, 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 bum. Also ihr wisst das Tempo jetzt schon mal? Ja. So als das ist schon das Thema. Ja, ist halt ein bisschen. Also okay. Das war jetzt einfach nur die Kick. Ich wollte nur, dass sie massiv ist, ja. Die ist echt massiv, ja. Okay. Ja, das kann man nicht erraten. Das kann man noch nicht erraten. Es ist die Steigerung, weißt du? Kommt auf Thumbnail. Ja, ich merk's. Ich will die Logo auf dem Thumbnail sehen. Lidl, ja. Jetzt geht's um Schnelligkeit. Ui. Alter, oh nein, Animals, oder? Ach ja, scheiße. Von Martin Garrix? Ja. Yes! Yo. Crank! Na, wie wieder Chapeau. Chapeau, da ziehe ich meinen sexy Schneemannhut. Nee, ja, Mann. Alter. Oh, ja. Martin Garrix. Jetzt aber diese Uhr ganz lang gezogen nachmachen müssen, ja. Ja, hab ich doch. Ja, ja, gut, aber ist der am Anfang. Dann hörst du es. Ja, genau, ja, das ist wirklich lustig, ja. Das war, ja, Chapeau, wirklich, das hätte man echt nehmen können, weil das noch nicht kam bisher. Voll lol. Ja, also generell kein Track von Martin Garrix, da habe ich gedacht, das kann nicht sein, Leute, also. Das geht doch nicht. So, okay, jetzt reise mal. Nee, ganz Bescheidenheit üben natürlich. Okay, jetzt kommt nochmal ein toller Smasher, das könnt ihr auch beides leicht erraten. Das, auch ein Banger aus 2003, da hat ihr schon Angst, dass es eine Brille nimmt, oder Simon eher gesagt. Weil Brille, ich? Ja. Der Eukalyptus. Von wann war's? Von 2003, deswegen hatte ich eben Angst, du hast das schon genommen, aber war es tatsächlich nicht. Aber nicht ähnliche Genre, aber ähnliches Zeitraum. Okay. Jammer, jammer, schade. Ja. Hey, ja? Ja. Okay. Das war auch in irgendeinem Soundtrack drin, oder? Ja, gut möglich, ja, doch. Alles klar. Hey, ja, hey, ja. Ja. Hey, ja, BVB. Ja, das singen wir auch. Ja. Das ist auch schon so R&B. Kennt man den Künstler? Ja, R&B, ja, doch, R&B. Aber wäre ich jetzt auch auf den Namen nicht gekommen. Wir hatten den eventuell in einer nicht ganz so lange herliegenden Episode auch drin gehabt, ja. Mhm. Martin, nee, der hat da noch keine Musik. Kevin Harris, der war da noch in Hosenscheißer, war der noch. Hey, ja. Ja, kommen wir nicht. Das war nämlich die waren Schwarzer, ne? Das waren mehrere Schwarze, ja. Das habe ich nämlich die ich als. Das ist ja R&B, ne? Als grüne Spasten bezeichnet habe, habe ich die da. Und ich kam da leider selbst nicht drauf, die Band, ja. Voll traurig. Okay, aber ich meine, ich will ja auch nicht weiter Punkte verschenken an euch, warum soll ich auch sowas tun? Deswegen, ja. Es war tatsächlich, die hatte nämlich letztes Mal der gute Goldjunge aus dem Norden genommen. Warte, nicht Outcast sagen. Outcast. Ja, ich wollte gerade sagen, ich wollte Outcast sagen, so eine Scheiße. Ohne Scheiße. Ich wollte Outcast sagen. Ich habe sogar vorher noch dran gedacht, wie hieß sie nochmal von Connor. Das ist von dem gleichen? Krass. Das ist von Miss Jackson und die haben auch Hey, ja gemacht. Ja. Ach, scheiße, ey. Mann, das wollte ich wirklich sagen. So eine Kacke. Ja, egal. Immerhin habe ich Hey, ja noch. Aber ich hätte ja eh nicht gewonnen. Du hast ja eh gewonnen. Also da ist. Ich spare mir mal das Vorgeplänkel und beginne direkt mit dem Refrain euch zuliebe, weil das kann man nicht nachmachen. Ist so, okay. Auch was Lustiges, was wir noch gar nicht hatten tatsächlich in die Richtung, aber was ihr wahrscheinlich auch beide kennen werdet. Deswegen. Fichtels Tanz. Nee, ich fange jetzt einfach mal an mit dem Refrain. Es wird eine neue Denkrichtung erfordern, also spitz die Ohren. Neue Denkrichtung erfordern? Ja, also ihr müsst in eine andere Richtung denken. Ja, okay. Also, neoliberal. Ich fange direkt an mit dem Refrain. Das klingt über Deutsch. Ja, Deutsch geht in die richtige Richtung.
Das ist schon mal die Richtung, in die du denken sollst. Toll, echt. So ungefähr. Distanziere mich von deinem. Ist der NDW? Nee. Was? Aber die Buchstabenanzahl ist schon mal richtig. Also NRW. Nein, das ist NRW. Es ist kein. Nein, 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 nein. Es ist kein Akronym. Also. Was heißt Akronym jetzt? Dass es keine Abkürzung ist, also es ist ein Wort, aber mit drei Buchstaben. Oh, da können wir drauf kommen, es gibt nicht so viele Wörter. Vor allem Deutsche, also das ist echt, das ist schon zum Haare raufen. Ich glaube, ich kenne das nicht. Ja. Da ziehe ich meinen Hut, ne, habe ich noch nicht mal den. Kann man sich echt die Haare raufen bei. Ja, aber das ist doch uns, das ist doch uns. Da wird man schon blau, naja. Okay, du labst doch scheiße, oder? Ja. Drei Buchstaben. Drei Buchstaben kann ich mir auch nicht vorstellen. Schon echt ein purer Abfuck hier. Ja, vor allem, wir haben jetzt ja schon alle einfach genannt. Ja, haben wir. Klar. Hä? Aber das ist doch. Aber keine Abkürzung, wirklich. Dann einfach nur ein. Ja. Also langsam werde ich auch echt grau hier vor Wut. Ja, vor Wut, ja. Aber es gibt doch nichts. Klar gibt's da was. Keine Wörter mit drei Buchstaben. Das glaube ich gerade aus. Das ist absoluter purer Scheiß, ist das hier, ey. So eine Scheiße. Pur? Ja! Was? Danke! Bitte, ich läuf die ganze Zeit hier. Gut. Hast du gut gemacht, Defredo. Ja, keine Ahnung, wie der Song heißt. Und das ist. Du hast zuerst pur gesagt. Oh, da kam ich jetzt auf. Hättet ihr mir zugehört, dann. Ja, gut, egal. Dann löse ich jetzt auf. Das waren genug Tipps. Oh nein! Es ist ein graues Haar. Ach so. Oh. Ich die ganze Zeit, ich werde ja grau hier. Zum Haare raufen ist das. Purer Bullshit. Was soll ich denn noch sagen? Also ehrlich. Gut. Und das waren alles Whistleblowers. Oh nein, ja. Das habe ich genau. Aber das war mit Absicht getan. Das war ja sonst einfach. Das ist natürlich. Aber dein Depreno, der ist drauf gekommen. Hast du gut gemacht? Der fand das so geil, ja. Der hat dann pur vor mir geraten, weil du dann pur hat gesagt hast. Ja. Ja, oh, Mama. Ja, Scheiße. Ja. Das war natürlich, ja, also purer Scheiß war das. Aber die waren Kennerwissen, ne? Ich war ganz schön nah dran hier an dem Sieg. Nein, naja. Glaube ich nicht. Okay, dann halt. Ich glaube auch nicht. Gut, dann war es das von der Folge. Ich hoffe, ja, dann haben wir den Schuft gescheißt, schon beendet. Okay, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Wenn es nicht mehr heißt hier. Wenn der gute Seemann noch einen anderen Alias dann hat als Künstlernamen, dann sehen wir uns. Ich würde Fußbad vorschlagen. Fußbad finde ich. Ja, schreibt doch mal einen Namen für den Preno in die Kommentare. Ja. Vielleicht kommt es dann in den nächsten drei Folgen dran. Ja, vielleicht. Ja, genau. Aber bei euch schreiben auch niemand Kommentare. Du hast Fußbad oder so, ja, ich weiß nicht. Oder Löcher im Käse. Könnt auch Titel für Musik nennen. So Musikstücke, Löcher im Käse, Pfeffermühle, immer gut. Ja, Pfeffermühle, genau, ja. Ich wünsche mir besser eine Pfeffermühle. Ja, das wünsche ich mir jeden Tag. Nur Cantina, Ben kann mich richten. Aber das war das wirklich. Ja, okay. Ja, gut. Okay, gut. Dann wäre es gewesen für die heutige tolle Folge. Dann schaut nächstes Mal unbedingt bei Manny wieder vorbei. Musikrat kommt mich auf beiden Kanälen. Man kann es nicht oft genug sagen. Ja. Wir dürfen schon. Okay, dann bis ein andermal. Ja. Macht's gut. Bis ein andermal. Ja, genau rein. Ciao. Ciao.